Maitraya Namaha Om Ravaye Namaha Om Suryaya. Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch eine Videoantwort auf eine Frage, die mir gestellt wurde, geben. Die Frage war folgende. In Bezug zu einer meiner Lektionen vom vorigen Yoga-Camp, da ich über Beziehungen und über Wechselwirkungen zwischen männlicher und weiblicher Energie gesprochen habe, ist mir eine Frage gestellt worden, wie es dann tatsächlich gemacht werden muss, ob wir jetzt allgemein die Menschen was falsch machen, was wir falsch machen könnten und wie was richtig gemacht werden muss, wenn es um Beziehungen geht, wenn es um Wechselwirkung zwischen männlicher und weiblicher Energie geht. Dabei muss ich euch ein paar grundlegende Dinge erzählen, damit die Verständnis dann da ist, worum es überhaupt eigentlich geht. Jeder Mensch verfügt über ein Chakrensystem, angefangen bei der Muladhara, dann die Svadhisthana Chakra, Manipura und so weiter bis nach oben. Wenn es um weibliche und männliche Energie geht oder wenn man darüber spricht, sind es meistens die Svadhisthana Chakra, die männliche und die weibliche. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, sind seine Chakren entsprechend noch weniger entwickelt, sein Energiefeld ist weniger entwickelt. Und da es im Universum alles aus Gegensätzen besteht, wie Tag und Nacht, hell, dunkel, heiß, kalt, besteht auch die menschliche Energie zu einem bestimmten Teil aus zwei gegenseitigen Polen. Und dann wird es folgendermaßen geschehen, dass die weiblichen Nachkommen, also die Töchter, mehr energetisch an den Vater gebunden sind, wegen dem Plus und Minus, und die Jungs bzw. die Söhne mehr an die Mutter gebunden sind. Damit ihr das besser verstehen könnt, benutze ich folgende Terminologie. Das Männliche bezeichne ich als Plus und das Weibliche werde ich als Minus bezeichnen. Also hängt sich jedes Minus an ein bestimmtes Plus. Und an jedem Plus wird auch ein Minus irgendwo sein, damit diese Wechselwirkung geschieht. So kann man verstehen, dass die Väter energetisch ihre Töchter aufladen in dieser Wechselwirkung der sexuellen Energie, kann man so sagen, und die Mütter ihre Söhne aufladen und dabei die Kinder unterstützen, energetisch halt groß zu werden, sich energetisch zu entwickeln und zu wachsen. Natürlich sind die Chakren wie ein Speichermedium, kann man so verstehen. Das Chakra hat eine bestimmte Drehrichtung, hat bestimmte Energien und wenn ein Magnet auf ein anderes Magnet wirken kann, wirkt ein Chakra eines Menschen auf das Chakra eines anderen Menschen. Und wenn auf dem Chakra bestimmte Informationen gespeichert sind, bestimmte Lebensumstände, Gewohnheiten, bestimmte Energieverlust, können diese Eigenschaften auf das Chakra des Kindes zu einem bestimmten Teil überschrieben werden. Also das Kind ist energetisch, vielleicht nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil, ist es energetisch ein Abbild seiner Eltern. Und so wachsen die Kinder in einer Familie auf und diese Verbindung wird entsprechend mit der Zeit stärker. Es passiert nicht nur auf der energetischen Ebene, sondern auch auf der physischen Ebene, weil die Kinder ja genetisch den Eltern sehr gleich sind. Das Kind ist 50% Vater, 50% Mutter. Deshalb kommt es in der bioenergetischen Resonanz auch zu einer sehr engen Verbindung, sagen wir mal so. Wenn die Kinder dann geschlechtsreif werden, heißt es dann noch lange nicht, wenn sie dann eine Beziehung mit ihrem Freund, Freundin, Ehemann, Ehefrau eingehen, heißt es noch lange nicht, dass sie energetisch von ihren Eltern gelöst sind. Das ist in unserer heutigen Zeit ein sehr großes Problem. Ein Problem auch deshalb, weil die ganze Kultur der Familie, das Institut der Familie schon seit vielen Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten zerstört wird und sehr wichtiges Basiswissen verloren gegangen ist. Wie man denn eine richtige Familie aufbaut, wie man sich einen richtigen Partner findet und wie man dann richtig auch seine Kinder großzieht. In der Bibel gibt es so einen Spruch, die Tochter soll sich von den Eltern lösen, die Tochter soll sich an den Ehemann binden. Das beschreibt diesen folgenden Aspekt, dass energetisch wir mit den Menschen, mit denen wir in Wechselwirkung stehen, kann man das so vorstellen, dass Kanäle oder Fäden als Bezug von einem Menschen zum anderen existieren und über diese Kanäle wird Energie ausgetauscht. Und wenn man jetzt eine Beziehung eingeht mit seinem Partner, aber die Fäden noch
an die Eltern gekoppelt sind, also beim jungen Mann mit der Mutter oder bei einer jungen Frau mit dem Vater gekoppelt sind, ist es schwer für das junge Paar, eine richtig enge, eine richtige Beziehung einzugehen, eine richtige Beziehung aufzubauen. Im Idealfall sollte eine Beziehung so sein, dass der Partner mit der Partnerin auf jeder Chakra verbunden ist. Aber das ist heute ein Idealfall und sehr, sehr selten, leider Gottes, anzutreffen. Deshalb haben wir so viele Scheidungen, so viele Streitereien. Und ja, ihr seht alles selber, was es in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Zeit mit der Familie geschieht. Manche entscheiden sich dafür, gar keine Kinder zu bekommen, gar keine Kinder großzuziehen. Manche wollen Kinder großziehen, aber sind physisch nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen, physisch und gesundheitlich nicht mehr in der Lage, Kinder auszutragen und gesunde Kinder zu gebären. Und in der letzten Zeit kommen sehr viele Kinder auf die Welt, die gesundheitlich, energetisch, geistig und psychisch nicht vollkommen in Ordnung sind, wie es zum Beispiel vor 100, vor 200 Jahren wäre. Also die Gesellschaft degradiert zusehends, aber nicht nur aus dem Grund, sondern auch aus vielen anderen Gründen, auf die ich in dieser Lektion oder in dieser Mini-Lektion nicht eingehen möchte. Ich möchte euch eben diese energetische Wechselwirkungen deutlich machen. Wegen diesen Verbindungen kommen dann auch solche Sachen zustande wie das Mutter-Söhnchen-Komplex. Wenn die Mutter geschieden ist, dann braucht sie eben dieses Plus, an das sie sich binden kann. Und der Sohn ist ja immer in der Nähe, er wohnt im gleichen Haushalt mit der Mutter. Und die Mutter koppelt sich automatisch dann energetisch an den Sohn. Und sie gehen eine sehr enge Verbindung miteinander an, wenn die Frau keinen Ehemann, wenn der Vater nicht da ist. Zum einen ist es auf energetischer Ebene, auf der Chakrenebene, Plus und Minus, auf das Svadhisthana-Chakra. Das heißt nicht, dass sie Sex haben, das heißt, dass die energetisch verbunden sind. Und natürlich auch auf der Bioresonanz-Ebene, weil der Sohn ist ja 50% genetisch ähnlich mit der Mutter. Also können sie auf der Blutsebene auch eine sehr enge Verbindung, wie ich schon sagte, eingehen. Dann passiert Folgendes, dass wir, weil Energie ausgetauscht wird, der junge Mann sich keine Partnerin finden kann. Und wenn er denn auch eine Partnerin findet, ist es für sie sehr schwer, an ihn heranzukommen. Sie spürt auf der Unterbewusstseinsebene, dass dieser junge Mann schon besetzt ist, aber sie spürt nicht, dass es seine Mutter tatsächlich ist, die ihn besetzt hält und energetisch sich in ihn sogar festgekrallt hat und diese junge Energie nicht loslassen möchte. Ein Ausweg aus dieser Situation wäre natürlich, wenn die Mutter selber einen Partner findet und mit ihm eine energetisch enge Verbindung eingeht. Die zweite Variante wäre, wenn die junge Frau, also die Freundin, mit dem jungen Mann eine sehr enge energetische Verbindung eingehen kann, wenn sie energetisch in den Mann durchdringen kann und die Energie der Mutter in ihm drin beseitigt. Wenn der junge Mann auch selber dafür bereit ist, sich von der Mutter energetisch zu lösen, was für solche Jungs, die schon über 30, 35 sind und mit der Mutter aufgewachsen sind und im gleichen Haushalt immer noch leben, in diesem Alter, auch sehr, sehr schwer sein, weil die Mama wird natürlich für sie die Liebste, die Schönste und die Beste sein, die sie immer bekocht und die Wäsche wäscht und auch keine Forderungen stellt, wie es eine Freundin stellen könnte. Das ist natürlich aber mangelnde Entwicklung und mangelnde Evolution des jungen Mannes, weil lebend bei der Mutter bleibt er immer sozusagen auf dem gleichen Level und nur eine Freundin, eine Partnerin oder Frau kann ihn mehr auf seine Schwächen zeigen, mehr seine negativen Seiten nach oben bringen, damit er daran arbeiten kann. Das kann dann so weit gehen, wie es in einem Beispiel, das mir vorgetragen wurde, dass wenn ein Ehepaar, das bereits verheiratet war und schon ein Kind gehabt hat, wenn es dabei war, eine sexuelle Verbindung einzugehen, hat es die Mutter irgendwo in einer anderen Stadt, in einem anderen Haus gespürt, dass energetisch etwas nicht in Ordnung ist, dass die Energie abgekapselt wird und hat am Abend den Sohn angerufen und hat gefragt, ja, wie geht es dir, was machst du? Und hat sie ein bisschen halt die Aufmerksamkeit auf sich wieder gelenkt, weil sie das gespürt hat, dass da energetisch etwas nicht in Ordnung ist. Das hat natürlich das ganze Eheleben gestört, bis es dann früher oder später zu einer Scheidung gekommen ist. Bei den Mädchen kann das sich genauso auswirken, wenn der Vater ziemlich ein großes Willenspotenzial hat, wenn der Vater durchsetzungsfähig ist, energetisch sehr
groß und energetisch sehr stark ist, kann er auch neben seiner Frau auch seine Töchter, sage ich mal, auf der Basis der Willensdurchsetzung sehr streng kontrollieren, sehr fest kontrollieren, energetisch. Diese Kontrolle kann er für sich selber nutzen, um sein Geschäft aufzubauen, um selber erfolgreich zu sein, um selber im Leben weit voranzukommen. Wenn ein Mann entsprechend sehr viele Frauen kontrolliert, also unter seinem Einfluss hat und mit ihnen Energie austauscht, das kann die Ehefrau sein, das kann die Tochter sein, das kann die Freundin sein, die Geliebte sein. Je mehr er solche Frauen dann hat, desto mehr Energie bekommt er von denen, desto mehr und besser kann er sich in diesem Leben realisieren. In seinem Geschäft, in seinen Projekten, in seinem Beruf und alles andere. Leider kommt es dann so weit, dass der Vater die Töchter energetisch festhält und sie sich schwer in einer Partnerschaft realisieren können. Es geht natürlich dann nur um die Partnerschaft. Die Tochter kann sehr viel im Beruf, in der Karriere erreichen, sehr gut finanziell situiert sein, aber sie wird ständig halt Pech mit den jungen Männern haben. Sie wird vielleicht junge Männer finden, sich mit ihnen treffen, aber das wird nicht vor langer Dauer sein, weil der junge Mann auch schwer in die Frau energetisch eindringen kann in dem Fall, weil die Frau, die junge Frau, schon von ihrem Vater besetzt ist energetisch und er muss in manchen Parametern stärker, von der Willenskraft, von der Energie, stärker als der Vater sein und die Energie des Vaters überschlagen, überdecken. Weil wenn es nicht dazu kommt, wird der junge Mann oder der Ehemann, wenn sie eine sexuelle Verbindung eingehen, währenddessen seine ganze Energie über die Frau an ihren Vater verlieren. So wird der Vater energetisch stärker und der junge Ehemann oder der Freund wird energetisch schwächer. Er hat Energieverlust dann dadurch. Das passiert aber nicht nur, wenn der Vater die Frau kontrolliert, sondern wenn der erste Freund, der erste Ehemann oder sonst oder der Chef in der Arbeit die Frau kontrolliert auf dem Unterbewusstsein. Das kann die Frau vielleicht nicht einmal selber realisieren oder wissen, aber jede Frau wird auf dem Unterbewusstsein irgendwo von einem Mann kontrolliert. Wenn das nicht ihr Ehemann ist oder nicht ihr Freund ist, passiert das leider Gottes dann so, dass der aktuelle Freund oder der Mensch, der Mann, der mit ihr zusammen ist, über diese Frau Energie an ihren unterbewussten Herren verliert. Okay? Müsst oder solltet ihr berücksichtigen. Die Frauen gehen normalerweise oder gerne eine Partnerschaft mit einem sehr starken, willenskräftigen Mann ein, mit einem Alpha-Mann sozusagen, der Projekte aufbauen kann, der vielleicht ein Team unter sich hat, so Leiter- oder Führerpositionen besetzt. An solche Frauen können sie sich binden und solche Frauen lassen sich von solchen Alpha-Männern auch eher kontrollieren, eher unter Einfluss bringen. Ansonsten, wenn das ein Durchschnittsmann ist, sagen wir mal so, der irgendwo eine Arbeit oder einem Beruf nachgeht und nichts Besonderes darstellt, wird es sehr schwer sein für diesen Mann, in diese Frau durchzudringen und diese Frau zu kontrollieren. Kontrollieren im positiven Sinne. Ich meine jetzt nicht sowas, dass ihr ständig mit dem Finger zeigt, sie soll das machen, sie soll jenes machen, soll für ihn die Socken waschen und das Geschirr abspülen. Ich meine auf geistig-ethischer Ebene kontrollieren. Weil die Frau ist normalerweise ein emotionales Wesen, und ihre Emotionen schlagen oft überhand, sagen wir mal so. In bestimmten Mondphasen ist sie dann abhängig, manchmal ist sie so, manchmal ist sie anders. Und dementsprechend hat sie keine feste Stabilität. Und diese feste Stabilität, diese feste Stütze kann ihr nur ein richtig starker Mann geben, der energetisch, wie ich schon sagte, geistig, ethisch sehr gut aufgebaut ist und sich selber zu 100% kontrollieren kann und nicht etwa selber kontrolliert wird von seinem Chef, von seiner Mutter, von seinen Eltern und die auch die Umgebung um sich ordnen kann. Durch eben, wie ich schon sagte, durch Projekte, dadurch, dass er ein Team leitet, dadurch, dass er andere Frauen und seine Welt um sich in Ordnung bringt und strukturiert. Solche Männer werden es dann mit den Frauen leichter haben, erfolgreicher sein und hier gibt es einen Bezug. Wenn man mit den Frauen erfolgreich ist, dann ist man auch im Alltag erfolgreich, im Beruf. Wenn man
bei den Frauen weniger Erfolg hat, weniger ankommt, ist man dann im Alltag auch weniger selbstbewusst dadurch und kann im Leben, im Beruf, seinen Lebensprojekten weniger erreichen als die anderen. Es gibt aber auch eine andere Kategorie von Männern, die einfach den Frauen unter den Rock will und die die Verantwortung für die Frau nicht übernehmen wollen. Das ist auch ein sehr wichtiges Schlagwort und Argument. Während die Alpha-Männer, wie ich sie dann nenne, die Verantwortung für die Frauen in ihrer Familie, für ihre Freundinnen, die Töchter, für die Mutter sogar auch übernehmen, ist es dann so, dass diese Weiberhelden nur intime Situationen mit der Frau verleben wollen, dann keine Verantwortung übernehmen und von einer Frau zur anderen springen und sozusagen die Gelüste oder Begierden der Frauen befriedigen. Das ist eben die andere Kategorie, die energetisch auch nicht sehr gut ausgestattet ist, sondern das kann man auch als Vampirismus bezeichnen, die den Frauen ein bisschen Energie abzapfen und springen zu der nächsten Frau und zapfen die auch ein bisschen ihrer Lebensenergie ab. Die anderen Männer, die Führerpersonen, die Leader, die haben eine Wechselwirkung mit der Frau. Die schenken oder geben ihr diese männliche, die Yang-Energie des Universums, die auch die ordnende Energie ist, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und von der Frau bekommen sie die weibliche, die Yin-Energie, mit der sie auch ihre Projekte und ihre, sich im Beruf realisieren können. Weil der Mann ist ja von der Natur aus eher mit dem Plus nach oben, mit dem Kosmischen, mit dem Ideenreichtum verbunden. Und die Frau ist eher als Minus nach unten mit der Erde verbunden, mit der rohen Energie, mit der rohen Kraft. So bekommt der Mann eher bestimmte Ideen, die kann er dann aber ohne die weibliche Energie, ohne das Minus, ohne das Erde nicht realisieren. Er braucht also die weibliche Energie, er muss mit seinen Frauen Energie austauschen, um eben diese In-Energie, die weibliche Energie zu bekommen, um diese Projekte in die Tat umzusetzen. Zu der Frage, ob wir alles richtig machen oder was wir richtig machen müssen oder sollen, ihr müsst lernen, euch selber zu spüren, selber zu verstehen, ob ihr nach einer Beziehung Energieverlust habt oder ob ihr Energie gewonnen habt. Wenn ihr Energie gewinnt, heißt es nicht, dass der andere die Energie auch gewonnen hat. Vielleicht habt ihr diese Person nur vampirisiert und ihm Energie abgezapft. Ihr müsst euch schon ehrlich sein gegenüber auch, gegeneinander, ob beide Partner von dieser Beziehung etwas haben, ob beide Partner Energie bekommen. Wenn nur eine Energie bekommt und der andere Energieverlust hat, kann es sein, dass er entweder vampirisiert oder über ihn diese Person vampirisiert wird. Weil es kann auch so sein, dass über die Frau dem Mann Energie abgeleitet wird und irgendwo hingeschickt wird an die Egregoren oder Personen, die die Frau kontrollieren. Genauso über den Mann kann er die Energie einer Frau irgendwo auch verlieren an bestimmte Personen oder ebenfalls Egregoren, die diesen Mann kontrollieren. Dieses Eigenverständnis, dieses Eigengespür soll nach und nach erlernt werden. Die Yoga-Praktiken können euch auch dabei helfen, dieses bestimmte Gespür zu erlangen, euch selber besser kennenzulernen, euch selber analysieren zu lernen, euren Energiewechsel oder euren Energieabfall, Energieanstieg sehr gut zu kontrollieren und zu analysieren. Dann könnt ihr auch Schlussfolgerungen ziehen, durch welche Tatsachen, durch welche Situationen, durch welche Menschen, die mir vielleicht nicht gut tun, habe ich Energieverlust. Durch welche Menschen und Situationen, durch welche Beziehungen habe ich Energieanstieg. Das sind Menschen, die mir dann gut tun. Versucht euch in diese Richtung zu bewegen. Versucht ein paar Selbstexperimente aufzustellen, um hier ein bisschen Klarheit zu schaffen in einer Art und Weise. Und wenn ihr schon in eine Beziehung eingeht, versucht es ideal aufzuarbeiten. Natürlich gibt es keine ideelle Beziehung in dem Sinn. Wenn man eine Beziehung anfängt, hat jeder eine bestimmte Vergangenheit hinter sich, die er mit sich bringt. Diese Vergangenheit muss auch aufgearbeitet werden, damit es eine bessere Zukunft geben kann. Ihr müsst euch natürlich so gut wie es geht, nach Möglichkeit ganz komplett von den alten Beziehungen lösen, energetisch von euren Eltern lösen. Das heißt nicht, dass ihr eure Eltern aufgibt oder irgendwie ganz weit wegzieht und alleine für euch lebt. Ihr müsst natürlich mit euren Eltern in Kontakt bleiben, einen guten Bezug zu den Eltern haben,
aber energetisch müsst ihr eine eigenständige, eine individuelle Persönlichkeit sein, die sich hier weiterentwickelt, ohne Fremdeinfluss, ohne dass euch jemand in eurem Inneren kontrolliert. Es gibt so eine Einstellung, wenn man jetzt eine Kurzmeditation betreibt, setzt man sich hin, konzentriert sich auf seinen Körper und versucht, einen Kanal oder einen Bezug nach oben aufzubauen zum Schöpfer und sagt zu sich selbst über diesen Kanal, nur ich und der Schöpfer, und keiner hat das Recht, sich in mein Schicksal einzumischen, keiner hat das Recht, sich in mein Leben einzumischen, nur Gott, nur der Richtige, der kosmische Vater hat das Recht, weil er mich geschaffen hat, er hat mir das Recht gegeben, hier zu existieren, und kein anderer Mensch, keine andere Energie oder Egregor, keine Struktur oder sonst jemand kann diesen Bezug, kann diesen göttlichen Einfluss oder dieses göttliche Lenken auf mich stören. Okay? Wenn ihr dann weitere Fragen noch habt an mich, stellt sie bitte in den Kommentaren oder per E-Mail. Meine E-Mail wird ihr auf meiner Homepage finden. Ich denke, das war etwas aufschlussreich jetzt für euch, die Lektion, und ihr konntet etwas für euch herausnehmen. Und wie ich denke, wir werden uns dann bald auch wiedersehen.